In Hamburg, aber moin und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Und es ist wieder soweit, Bundesliga-Tots ist draußen. Und wir haben für diese Woche noch keinen Bundesliga-Tots-Draft-Battle gemacht, Freunde. Vor allem extrem geil ist, ich habe gestern ein bisschen Draft aufgenommen und man kann Tots-Karten jetzt endlich ziehen im Draft. Heute, Freunde, zu Gast ist Ensa. Was geht? Was geht, Jungs? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie Heisen schon gesagt hat, man kann jetzt endlich wieder Tots-Karten ziehen. Und ich hoffe einfach, dass wir in Bellingham oder so bekommen, ohne viel zu reden. Ich freue mich, dass ihr am Start sein darf. Und jetzt, let's go. Ja, Mann. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen, lasst gerne ein Like da, Jungs. Und ich sag euch ehrlich, ich habe jetzt in letzter Zeit wieder probiert, ein bisschen Team-Weltrekord, Draft-Weltrekord zu bauen. Es ist wieder möglich, Freunde. Deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich mal rein. Aber bevor wir reingehen, gibt es die Kategorien, die vielleicht ganz wichtig noch für dich sind. Denn als Kategorie geht Deutsche machen wir wegen Deutsche Bundesliga, Tots und das Rating. Deutsche, Tots und Rating, Bro. Okay, let's go, Bro. Ich bin gespannt. Okay, Freunde, wir gehen rein. Deutsche, Tots und Rating, das ist heute die drei Kategorien. Wie gesagt, wenn jemand hier hoch verliert, muss er einen Bundesliga-Tots-Discard geben. Da ist unter anderem Bellingham oder ein Kunku dabei. Es könnte also richtig wehtun. So, wir gehen rein. 3, 4, 1, 2. So, ich nehme die 4, 3, 2, 1. Wobei. Ja, komm, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1, das ist jetzt gut an. Die ist gar nicht schlecht so. Aber man muss natürlich auch heute auf Rating und so auch achten. Bitte komm. Tots ist halt ganz wichtig so. Ja, und ist halt echt so ein Glücksfaktor. Bundesliga ist ja auch wichtig, dass du Bundesliga-Spieler hast, allgemein, oder? Nee, warum? Achso, stimmt. Deutsch hast du gesagt. Stimmt. Ja, genau. Also komm, Bundesliga ist nicht wichtig. Okay. Ist gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir läuft, Bro, aber ich habe bis jetzt noch keinen richtigen Bundesliga-Spieler gezogen. Ja, Bundesliga schon, aber na, die sind nicht so richtig deutsch. Also, die sind nicht deutsch, außer jetzt mein Erster. Also, weiß ich auch nicht, ey. Komm, ein Tots muss doch sein. Weißt du, was komisch ist bei diesen Aufnahmen, Heisen? Immer wenn ich eine Aufnahme habe, oder allgemein, ziehe ich nie irgendwas, was ich halt will. Aber wenn ich privat irgendwie Aufnahme, ziehe ich in diesem Team 11 und Kunkus gefühlt. Digga, das ist so krass. Ich habe aber gestern probiert, ich habe 2 Stunden aufgenommen, habe probiert 193er Draft zu bauen, weil ich das als YouTube-Video bringen wollte. Ich bin ehrlich, ich habe es einfach nicht hochgeladen, weil ich nicht über 191 hinauskam. Ja, das ist halt schade, Mann. Das ist schade. 400.000 Coins in den Sand gesetzt und trotzdem kein Video gehabt. War natürlich perfekt an der Stelle, aber naja, was soll's. Ja, so. Komm mal, bitte. Deutsche. Ganz wichtig. Ja. Ich bin schon noch bei der Bank gleich. Ich bin auch schon bei der Bank, ich bin bei dem Torhüter. Aber ich sag dir ehrlich, so Tots habe ich noch keinen. So. Also sieht schon ganz gut aus bei mir, sagen wir es mal so. Ey, guck mal. Muss nichts heißen. So, komm. Dafür sieht Deutschland bei mir auch echt bodenlos aus, weil ich eigentlich nicht so richtig weiß, was ich hier bauen will. Ob ich jetzt auf Premier League gehe oder auf Bundesliga. Irgendwie will man immer so beides bauen und dann irgendwie am Ende. Schade, Son. Son habe ich jetzt gerade gezogen, aber leider nicht Son Tots. Ja. Komm hier, bitte gib mir noch einen guten. Okay, bauen wir hier um. Bitte, EA. Okay. Ich hoffe, die geben was, Mann. Es ist nicht das, was ich will gerade. Muss ich ehrlich mal sagen. Ehrlicherweise bodenlos. Bodenlos. Okay. Ich nehme, glaube ich, hier nicht den Deutschen. Hä, wo bleiben die Tots-Karten? Cristiano Ronaldo, warum kommt Cristiano Ronaldo Tots nicht? Hä, was ist das denn? Junge, wollen die verarschen oder was? Hä? Ohne Sinn. Kritisch, Mann. Ehrlich kritisch, sag ich dir so, was ist halt. Ich sag ehrlich, ich glaube, Rating könnte ich ehrlich verlieren. Das war nicht so gut gemacht von mir, muss ich sagen. So, ja, ich probiere es umzubauen. Warte. Ich probiere umzubauen. Ich probiere jetzt komplett auf Premier League umzubauen, den Lachs. Sehr wichtige Karte. Mann. Cool. Ich habe vorher extra einen deutschen Bundesligaspieler nicht genommen wegen dem Rating. Ich habe gerade überlegt, ob ich umbaue, aber irgendwie jetzt ergibt sich die doch nicht so die Möglichkeit. Aber ich glaube, baue gleich komplett um auf Premier League, da Chemie rauszukriegen. Ja, ich habe mich gerade gefreut, Mann. Ich dachte, Werder Bremen ist doch in der Bundesliga, aber wir sind ja zweite Bundesliga. So, Scheiße. Tauschen sogar? Guck mal hier. Hybrid. Heisenbot Hybrid, Jungs. Heisenbot Hybrid. Hier, plus 4.
90 Chemie. Schade. Schade. Heißen, Bro, muss die Tots-Karte dann im Team sein oder kann sie auch auf der Bank sein? Die können auch auf der Bank chillen, die können überall chillen. Okay, Hauptsache, okay. Du hast die am Start. Alles gut, Heißen, Bro. Alles gut. Hast du viele Tots, ja? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da spoilern soll. Ja, ich habe auch ein paar. Das heißt, es könnte spannend werden. Oh, schade. Naja, geht echt spannend werden. Aber ich sag dir ehrlich, chemietechnisch bin ich gerade ein Wrack. Ein ganz großes Wrack. Ja. Ich auch. Alles gut, Bro. Kannst dir bis morgen Zeit lassen. Alles gut, kein Stress. Ach, komm, wie viel Chemie hast du? Sag mal ehrlich. Also, ich sag dir so, ich habe jetzt den Manager erstmal abgeholt. Ich habe. Also, bewertungsmäßig habe ich 90 Bewertungen. Sag mal, wie viele Bewertungen du hast. Ja, ich habe jetzt Manager. Ich hole gerade Manager, aber ich habe aufgegeben. Ich komme hier auf 90 Chemie. Ich habe okay. Einfach Rating habe ich verkackt. Aber die anderen beiden Kategorien könnte ich gewonnen haben. Also, mal schauen. So, ich habe. Dann lass Rating machen als erstes. Ich habe ein 188er Team gebaut mit 90 Chemie, also ein 178er, also echt bodenlos. Okay, also ich habe dann glaube ich gewonnen, was also die Kategorie angeht. Ich habe 90 Bewertungen und 100 Chemie. Okay, also 190 schon ganz gut. Ich habe gestern nur 92 eingebaut, also in 2 Stunden, also das ist schon echt ganz gut. Okay, dann gehen wir mal zu den Deutschen, würde ich sagen, oder? Willst du, was willst du lieber machen, Tots oder Deutsche? Deutsche. Okay, Deutsche. Ich ziehe einmal durch. Okay. Sag dann, wie viel du hast, weil ich habe hier schon ready die Deutschen, die ich da drin habe. Ich hab schon gezählt. Aber ich bin richtig konzentriert. Okay, ich habe 4 Stück. Oder? Stopp, eins. Nee, das ist kein Deutscher, das ist Kroate. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. Was ganz lustig ist, heißt, ich habe auch 4 Stück. Okay, das heißt, aktuell steht es jetzt 2-1 sozusagen. Ja, okay, beide genau. Punkt. Beziehungsweise genau. Beide keinen Punkt. Das heißt, es entscheidet jetzt wirklich, ob wir Schnick, Schnack, Schnuck machen. Entweder ich habe jetzt mehr. Mhm. Also jetzt geht es um Tots, ne? Also letztes ist Tots. Okay, warte, ich zähle kurz meine Tots durch. 1. Okay. Ich glaube, das war's schon, oder? Okay, ich habe. Hast du mehr als 2 Tots? Ich habe einen Bundesliga-Tots. Eine Bundesliga-Tots egal. Hauptsache Tots. Achso, Tots habe ich 2 Stück. Ich hab 3. Ah, Junge, scheiße. Einfach Winning Streak, Leute. Ich sag's euch, ich habe in letzter Zeit eine Winning Streak. Ich hab 7-1 gegen Danny verloren, 7-2 gegen Danny verloren. Ich bin seit 6 Spielen jetzt ungeschlagen. Ich hab Jesse gestern 2,3 Millionen Discard gegeben. Also aktuell läuft's, Leute. Aktuell läuft's. Ah, aber du hast nur ein Discard. Das geht. Ah nee, du hast gar kein Discard. Warte mal. Ich hab mal. Discard gar kein. Ist ja unentschieden. Warte, wir müssen jetzt Schick-Schnack-Schnuck machen in die Kamera. Junge, ich hab schon meinen Sieg gefeiert, hä? Ich denke mir so, was macht der für eine Sage hier? Ich hab noch unentschieden. Scheiße. Ja, Schick-Schnack-Schnuck. Okay, Schick-Schnack-Schnuck in die Kamera, warte. Okay. Okay, 3, 2, 1. Schnick-Schnack-Schnuck. Und mach mal das. Okay, ich hab noch kurz umgeändert. Okay, ich halte in die Kamera. Was hast du? Schere. Ich hab Stein! Ah, Mann, das kannst du doch nicht sein, Bro. Mann, ich hab mich so gefreut, dass ich gewonnen habe, ey. Yes, dann gehen wir der zum typ Discarden. Hat, der Typ hat gerade eine Siegesserie, Mann. Ja, ich schwör's dir. Dann gehen wir zum Discarden, würde ich sagen. Ja, okay, let's go, Jungs. So, Leute, wir sind zurück beim Discard. Ich hab doch gewonnen. Ganz geil, Bro. Ziel. Guck mal, ich hoffe einfach, dass es wenigstens ein bisschen 200k oder so kostet, weil man muss sich hier aus meinem Team einen teuren Spieler verkaufen, Mann. Kannst du echt keinem erzählen. Okay, dann drück mal Dreieck, Digga, und geh mal auf Seite 6. Schön weit nach hinten. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ist da was Krankes dabei, Bro? Also sag dir ehrlich, ich glaube, es sind 2, 3 relativ gute Spieler dabei. Es sind 3 relativ gute Spieler dabei. Ja. Dann nehme ich die Nummer 3. Wer ist es? Oh, Heiden, du hast mich auseinandergenommen. Wer ist es? Kostic. Bro, du musst dir vorstellen, es sind 4 Kostic. Also die ersten 4 waren 4-mal Kostic. Oh. Der letzte war ein Dicker, der ist, glaube ich, sehr viel wert.
Aber sonst war nur mehr Müller, Diaby und Frimpong und Raum. Also Kostic, egal. Nehme ich mit. Egal, wenn ich jetzt jedem hier dick Discards reindrücke, dann will keiner mehr mit mir aufnehmen. Ja. Hey, das wäre vorbei, ich hätte blockiert. Ich würde sagen, alles gut. Gib dann Kostic ein Gold-Upgrade ab und dann sehen wir uns. Okay, easy. Ich kaufe den schnell, Jungs, dann gebe ich dem Gold-Upgrade ab. So, Freunde, Enza hat gerade probiert, hier Kostic ein Gold-Upgrade abzugeben, aber Tod zählt nicht als seltene Karte also, oder so, oder Bro? Bei der 80x3 Spielerwahl-Bundesliga wollte ich jetzt abgeben. Ja, egal. Dann Quicksell den einfach, der kriegst du irgendwie 10.000 wieder, kostet eh nur 32. Ja. Also, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so einen großen Aufwand machen. Den wirst du nicht wiederholen, da bin ich mit 7. Nein, Mann, als ob ich Kostic zurückhole. Ja, also ich hoffe, dass es kein Ding wird. Ich sage euch, wie es ist. Leute, ja, wir haben auch ein Rückspiel noch auf Enzas Kanal gedreht. Checkt das gerne ab, Link in der Videobeschreibung. Da wird es gleich eine Revanche geben, glaube ich, von ihm aus. Oder er wird probieren, eine Revanche zu holen. Ich würde sagen, danke, dass du am Start warst, Enza. Wir sind raus, haut rein und ciao, ciao.